Und weiter geht's mit Let's Play VR Billions. Mit der letzten Folge wahrscheinlich hier von diesem lustigen Archipel. Ich nenne es immer das lustige Archipel, weil es ist... Gut, es sind jetzt keine Inseln. Es hieß zwar immer Inseln in den Beschreibungen. Ich sag dir immer, ich soll so schön die Inselbeschreibungen gelesen, ne? Dieses Inseln. Weißt du, die Insel eigentlich komplett von Wasser umgeben. Wenn es nicht so ist, ist es eine Halbinsel. Und ein Archipel sind eigentlich mehrere Inseln. Quasi. Verkettet. Also, wir haben ja eigentlich nichts von alledem. Toll. So, so und so, so. Sa, si, so, sa. Wunderbar. Da kriegt man eine Menge Häuser, glaube ich, noch rein. Und nichts wird mich aufhalten. Okay, Nahrung wird so schnell wohl kein Problem darstellen. Und selbst wenn... Genau das, meine professionelle Meinung. Was ist Ihre Meinung dazu, dass man sie kindisch nennt? Vielen Dank für Ihr Statement. Commander? Attention. Building completed. At your service. Attention. Building completed. Attention. Let's go. Building completed. Here we go. Building completed. Wutz, sag ich da. Wutz. Komm. Einfach nur der Tradition halber. Los Traditionos. Eine Mauer. Okay, das Ding ist jetzt geplanter, als ich es vorhatte. Also, das ist durchdachter, als ich es vorhatte. Holy! Heilige Mutter Teresa. Was ist denn hier schon wieder los? Oh, Öl. Okay, ist das tatsächlich komplett Ende? Oder ist hier noch ein Durchgang irgendwo? Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Ist da was? Da es hier ein Industriekomplex ist. Mach einfach noch ein Lagerhaus irgendwo hin, wo es einfach das Öl mit erwischt. Einfach, ich brauche den Lagerplatz gerade. Es tut mir leid. Da du. Ist ja gut, Kameraden. Das ist, glaube ich, oh, das ist komplett totes Ende, oder? Und ich gibt's hier nochmal Strom? Oh, schade. Aber hier gibt's sowohl Öl als auch. Aber das ist tatsächlich ein Dead End. Cool. Das heißt, hier können wir uns wieder vereinen. Widerlich. Oder Salami. Hier wollte ich noch eins bauen. Selber bauen. So, jetzt haben wir eigentlich Maximum nahezu mitgenommen. Wird noch eingesammelt, was das Zeug hält. Und dann möchte ich mal auf Titanen gehen, würde ich sagen. Komm, hier haben wir einen Industriekomplex. Hier können wir doch eigentlich auch ein bisschen raushauen. It's time to hau raus. Die Richtung jetzt bitte. Jetzt lohnt sich's mal wieder. Just tell me what to do. At your service.
Ja, ja, servus. Servus, servus. Norden, na gut. Wo sonst ist die Frage? Kriege ich hier oben dicht bis zum finalen Zeitpunkt? Das ist die Frage. Pier haben wir schon mal so gut wie sicher zu. Hier oben muss ich noch ein bisschen weiter erweitern. Das könnte knapp werden, ansonsten muss ich da einfach mit massig... nicht Lucifer. Sag mal, habe ich da nicht... Ah doch, jetzt sind die Titanen erst zum Forschen frei. Natürlich kommen sie von da. Ach Mann, ihr Spülverderber, ey. Ich bin noch nicht so weit hier. Arbeite? Really? Oh mein Gott. Klar könnte ich mich zu einer der funktionierenden Verteidigungsanlagen zurückziehen. Aber wo kämen wir denn dahin? Genau das ist die Aussage. Ihr kommt mal runter und helft. Dann hätten wir vielleicht eine Chance. Die Arbeiter sind halt noch das Problem, ne? Auch das wird sich wohl fangen, denke ich. Was macht ihr denn? Seid ihr noch zu retten oder so? Gut, das ist deine Beerdigung. Ja, aber unsere Linie hält ganz gut. Und obwohl die Verstärkung jetzt erst kommt. Ja, die Verteidigungslinie wird trotzdem stehen lassen. Das nennt ihr eine Invasion. Ich hätte überhaupt nicht gebraucht, aber zur Sicherheit ist es nicht verkehrt, eine da zu haben. Hat sich der Ulbricht bestimmt auch gedacht. Ja, ich glaube, da wird gerade rasiert. ...60 kommt noch einmal. Ich glaube, das dürfte dann die letzte Welle sein. 76, normalerweise ist das Spiel immer einen sehr großzügigen Puffer übrig. Nur mit den besten Kartoffeln.
Warum gibt eigentlich kein Zug mehr? Wie unzüglich. Jetzt mal im Ernst, wo bleibt denn der Zug? Ich warte schon seit Ewigkeiten auf meine Arbeit. Wurde die Bahn privatisiert oder was ist hier los? Ist es nicht mehr Staatsbesitz? Ne, im Ernst, mit der Bahn ging es richtig bergab, seitdem die privatisiert wurde. Ich kann da Zusammenhänge erkennen. Gott, ist das Gold! Ja, hallo? Zug? Any orders? On your orders. So kann ich nicht arbeiten. Commander? Come on. Ja, das war's im Grunde. Tell me. All right. Ach, endlich! Meine Güte, wie hast du sie... Hast du schon immer so lange gebraucht? Okay, jetzt brauchen wir vieles. Viel Verschiedenes und davon viel. Jetzt braucht man Energie, ne? Ihr seid mir vielleicht ein paar lustige. Ja, schön, wenn wir noch ein bisschen Energie finden würden. So. Die Dörfer sind soweit auch weg. Ja, ich weiß, das ist jetzt Verschwendung, aber ich wollte jetzt bloß mal hier durchlaufen sein. Haben. Toten. So, haben wir jetzt endlich wieder was. Puh. Dankeschön. Attention, please. Diese eingebildeten Fischerhütten. Aber hey, Einbildung ist auch eine Bildung. Was soll's? Die eine Nahrung mehr nehme ich mir. Ach, da kriege ich fast alle Stellen hier raus. Dann noch den 13er hier, dann noch den 13er dort. Dann noch 14 hier. 10 da. Lagerhaus. Schön, dass alles reinpasst. Und die eine oder andere Farm können wir uns dann auch noch gönnen. Aber erstmal, glaube ich, haben wir ganz gut Reserven wieder. Schön. Bauen wir mal weiter. Bau Mama. Die Mama auf dem Bau. Ja, da kommt ein bisschen was zustande. Ich will jetzt mal so langsam anfangen, Titänchen zu bauen.
Auch wenn wir jetzt eigentlich schon soweit gesaved haben. Hier könnte sich's fast ein bisschen lohnen. Commander? Building complete. Is everything okay? Commander? On your orders. Attention. Building complete. Do you need me? Auf euch gegenseitig zu blocken, ich Dödel. So. Dödels. The mighty Titan is here. Oder aber auch Zeit. So, die haben jetzt 45% Rüstungsgesundheit. 45 Angriffsstärke. Da haben wir auch ein bisschen Energie, wie praktisch. Wenn ich kenne nicht. Okay. Schön, schön, schön. The mighty Titan is here. The train has arrived at the station. Nahrung sollte kein so großes Problem darstellen. Kriegen wir hin. Nicht, als hätte man nicht noch genug Möglichkeiten, Nahrung zu holen. Stimmt, nicht auszunutzen, mehr Verschwendung. Is it tea time already? Let's go. Attention. Building completed. The mighty Titan is here. Ich glaube, jetzt könnte sich so langsam mal lohnen, vielleicht ein bisschen das, die Eisenproduktion anzukurbeln. Müssen wir nicht mal oben das Vorkommen holen, wir können einfach da unten mal ein bisschen pushen und gut ist. Reicht dann locker. Logger floggig. Ich nehme einfach mal mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Okay, und ich sehe schon, hier hinten ist auch nichts, was kommt. Wir haben nicht sehr viele potenzielle Zugänge. Einzige, nur noch da oben, dann habe ich alles dicht. Eigentlich. Soll ich aber irgendwo was vergessen? Aber ich glaube eigentlich nicht. Oh, da ist ein bisschen was. Okay. Ich meine, ich habe ja noch nicht genug Gold. Immer her mit der Knete. Dankeschön. Boah, letzte Welle in 6 Tagen. Ich glaube, bis dahin haben wir ein bisschen was. Unsere Daten, also an Titans. Ich könnte sogar jetzt noch eine zweite. Da, na gut, ich glaube, wir haben ja nicht so übertrieben viel Goldquellen. Ich glaube, eine Ausbildungsstelle reicht schon für die Titans. What can I do for you, sir? Das hier ist sowieso eine der Hauptzugangsrouten, wie ich finde. Da können wir ein bisschen heftiger verteidigen.
The mighty Titan is here. Aber es möchte niemand raus. Reporting for duty. The train has arrived at the station. Was zum? Wie gemein. Attention. Building completed. Ach, das sind Mauern gewesen. Ich denke mir schon, warum kann ich die Türme denn so komisch nur platzieren? Hä? Ich habe meine Antwort. Passt schon. Machen wir es so. Komm. Just tell me what to do. My machine is ready. The mighty Titan is here. Oh. Ich glaube, die Bevölkerung habe ich auch, oder? Ja, komm schon mal jetzt. Hier ist natürlich ein Schwärmfeld bloß noch. Dorf habe ich alle vernichtet. Perfekt. Perfekt einfach nur. Hier hinten können wir noch ein bisschen expandieren. Hier können wir einfach noch voll besetzen. Ich meine, ich habe jetzt alle Zugänge, alle potenziellen Zugänge blockiert. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind's. Ich bin mal überraschend gut und schnell fertig. So, und ich weiß nicht, dass es immer so ist. Attention. Building completed. The mighty Titan is here. The train has arrived at the station. Okay. Ich glaube, mittlerweile sind wir ganz gut bedient. Mehr Bevölkerung brauche ich eigentlich nicht. Arbeiter sind auch noch mal jetzt genug da. Das kriege ich noch gut. Ich glaube, am Ende kommen sie wieder von allen Seiten, oder? Mehr als einen Schockturm braucht man eigentlich nicht. Zumindest nicht bei so engen Verteidigungen. Ah, wir können es ein bisschen auf die Spitze treiben, was die zusätzlichen Türme angeht. Spricht nichts dagegen. Nutzen wir die Zeit, die wir noch haben, um das dann passend zu besetzen. Und schöne kleine Todesfallen draus zu machen. Dass selbst wenn sie durchkommen, sich doch durch ein ganzes Nest von Türmen durchfuttern müssen, die Gegner. Durchfuttern, was denn das Wort ist. Ihr wisst schon, Zombies und so rumnom. Und wenn irgendwo immer noch zu wenig ist, man könnte noch weitere Verteidigungslinien machen, ja. Ist, glaube ich, gar nicht mehr wirklich notwendig. Machen wir mal so. Ich glaube... Aber wie gesagt, ich brauche nicht mal eine zusätzliche Verteidigungslinie, weil wenn irgendwo durchbricht, haben wir bis dahin genug Titanen, dass die Notfall die Lücke schließen. Mit ihren Körpern. Weil, ganz ehrlich, selbst wenn die durch die Mauer durchbrechen, bis die sich dann durch die ganzen Türme schnabuliert haben, vergeht dann auch Zeit. Weil die halten gut was aus, so sollte man es nicht sehen. Dann noch die Soldaten, bis die fallen. Da ist gut Puffer. For the humans!
Und einige Zwischenpunkte zum Zurückziehen haben wir immer noch. Wenn sie hier durchkommen, haben wir dann zwar hier noch einen Rückzugspunkt, aber da ist eine ganze Stadt auf dem Weg. Eigentlich wäre es gar nicht mal so unclever. Nur für den Fall der Fälle mit für die Gummibälle. Irgendwie so. Weil wenn diese Stadt fällt, dann wird mich auch die Verteidigungslinie da hinten... Na gut, okay, wir haben dann noch einen Schockturm und so. Ja, den Schockturm würde ich dann im Notfall selbst einfach hochziehen. Einfach nur, dass wir noch eine Rückfalllinie haben mit ein bisschen was. Wer weiß. Hier bietet es sich einfach an, mehrere Verteidigungslinien zu haben. Vom reinen Layout. Good morning, sir. The mighty Titan is here. All right. Reporting for duty. Come on. Zack. Ich glaube, hier sind wir verteidigt genug. Der Same ist schon groß genug. Do you need me? Commander? So, es ist bald soweit. Feierabend, wie das duftet. Das Lustige ist übrigens, das war jetzt auch hier bei den Trainingsspinzeln hier auf Rennen mit Mick, Dev Mick. Keine Ahnung wann, welchen Zusammenhang, aber irgendwie keine Ahnung, kam plötzlich der pommersche Song einfach immer wieder. So ist das einfach. Rügenwalder Mühlenfest. Das hat es nicht mehr verfolgt. Und dann habe ich mir auch mal wieder die gute alte Rügenwalder Werbung angesehen. Das ist einfach ein Klassiker, ganz ehrlich. Die wird nicht, ja. Die mit der Mühle. Wie viele? Alle. Ja, der gute alte Rügenwalder. All five? Wahnsinn. Habe ich jetzt eigentlich überall besetzt? Hier. Diese Dinger sind jetzt nicht ultra verteidigt. Gebe ich zu. Aber ich glaube, gut genug, ganz ehrlich. Und im Notfall. Die Titanen sind schön schnell. Die können im Notfall überall hin, wo es drängt. Olla! Olla! Da haben wir doch noch ein echtes Problemchen. Es gibt erstmal was zu tun. Habe ich total übersehen. Krass. Das habe ich noch gar nicht besetzt. Das ist nur ein paar Soldatchen drauf. Ist jetzt nicht die Welt. Klar. Besetzt mal schön. Die Titanen halten in der Zwischenzeit. Jetzt ist das Ding hier stärker verteidigt als alles andere. Vorübergehend. Aber nur dank den schönen ganzen Titanen. Titanen. Oh, perfekte Anzahl. Das war natürlich beabsichtigt. Ich habe es genau abgezählt. Oh, Harpchen. Das könnte natürlich... Kann sein, dass das fast nur Specials sind. Gut, eigentlich hätte mir die... Ich mich die Karte genug warnen können. Sollen, Toten. Das ist ordentlich. Ganz ungelogen. Und ich merke, dass das hier eigentlich unser Hauptschwachpunkt ist hier unten. Wisst ihr was, Titanen? Da das hier das größte
der größte Flickenteppich ist, so im Sinne von, wenn die Gegner durchkommen, habe ich keine weiteren Linien zum Zurückziehen. Ich schicke die Titanen darunter. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie ich spontan auch eine weitere Linie ziehen soll. Aber ich glaube, die ganzen Special-Zombies habe ich jetzt mittlerweile schon abgehalten. Ja, locker. Einzige, was ein bisschen gefährlich werden könnte, ist hier, aber jetzt haben wir eine ganze Titanen-Backline. Die Backline ist die Swagline. Ja, läuft doch. Wunderbar. Ja, dies läuft doch. Da gibt es wohl ein paar Beförderungen, habe ich gehört. Irgendwo noch ein paar Zombies, die freiwillig draufgehen wollen. Freiwillig draufgehen, ne? That's what I'm talking about. Ratten-Tata, Ratten-Tata, Ratten-Tata. Okay, das ist auch eine lustige Linie. Auch was das für einen Stil hat, was? Haben wir es bald mal übrigens. Die ganzen Specials sind ein bisschen zuerst gekommen, ne? Ich glaube, jetzt kommen so nur noch die Reste. Bam, 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 bam. Die kommen nicht mal mehr ansatzweise in die Nähe von unseren Schocktürmen. Wunderbar. Ja, auch diese Mission wieder geschafft. Perfekt. Und wieder genug. Das wird's, ich würde jetzt mal die Züge verbessern. Andererseits, ich weiß nicht. Irgendwie hätte ich auch ein bisschen Bock drauf. Eldorado, immer noch eine Vierer. Vielleicht würde ich sogar Eldorado dann auch als nächstes machen. Solange bin ich keiner Fünfer-Mission begegne, ne? Aber Eldorado. Eldorado hier, hier. Ich guck dann beim nächsten Mal, was ich noch verbessere. Ich weiß nicht, Scharfschützen mitnehmen, das Glücksspiel, Gasthaus ist eine Sache. Die Wiederverwertung hier, das Gold für getötete Infizierte können echt wirklich sehr nützlich sein, vor allem im Early Game noch. Benötigte Energie für Hütten und Steinhäuser, das kann sich auch unglaublich lohnen. Mehr durch Öltürme ist auch eine interessante Sache. Inwiefern lohnen sich eigentlich die großen Mühlen? Ich glaube, die haben nicht mehr... Ich glaube, die haben nicht mehr so viel mehr Energie gebracht im Vergleich, was jetzt... Und auch die großen Farmen, ne? Also, na gut, da kommt es aber darauf an, wie viel du vom Platz nutzen kannst, ne? Ah, hier, Schwarzmarkt, Tod für getötete Infizierte. Und Energie für Hütten und Steinhäuser, das kann sich auf Masse auch summieren. Okay, ich meine... Okay, bei der Menge... Eine Mühle bringt mir fast 40 Energie. Das bedeutet, so ein Steinhaus... Da müsste ich schon wirklich 20 Steinhäuser bauen, um eine Mühle weniger zu haben. Das ist jetzt auch nicht so ewig viel besser, ne? Aber ich glaube, ich nehme wirklich mal den Schwarzmarkt mit, weil das gerade im Early Game unglaublich nützlich sein kann.
Alles andere für die restlichen 160 überlege ich mir vielleicht noch was, ob ich noch was haben will. Vielleicht nehme ich sogar noch die extra Lebenspunkte mit. Komm eigentlich nicht, ne? Bringt mir gerade wirklich was. Die extra Lebenspunkte. 20% mehr. Das hat nicht so ein Stück mehr. Wie gesagt, Panzerung bevorzuge ich eigentlich durch die Regeneration, aber die Lebenspunkte, das ist schon nett. Der Stein der Weisen, alles klar. Ja, die ganzen zusätzlichen, das muss ich auch noch machen. Die ganzen Wunder will ich auch noch machen. Aber erstmal passt das so, alles klar. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.